Wir spielen auf einfach. Na dann, willkommen zu Grimtails Schwarze Schatten. Wir spielen Grimtails. Beziehungsweise ich spiele Grimtails. Und ich lache Mordi dafür aus, dass er die Spiele, dass die Minispiele so schlecht kann. Wie man unten links sieht, wir sind offensichtlich Spieler. Mhm. Das trifft ziemlich gut zu. Der neue Gamertrick. Schwarze Schatten. Ja, der aktuellste Teil der Reihe kam am 16. Juli raus, hat keine Rezension auf Steam. Dann ist Mordi vielleicht der Erste, der das macht. Ja, und ich glaube auch, dass es keine Rezension auf Big Fish gibt. Allerdings kam ich mit deren Website nicht zurecht. Also, ob es da schon ein Let's Play für gibt? Oder ob wir da das Erste sind? I'm glad you agreed to spend Thanksgiving at Crimson Hollow. Oh Gott. Of course. Das sind krasse Animationen. It reminds me of the first time we met. Die Mauszeiger ist am Weg. Was sagst du? Woo! I'm thankful to have such a wonderful husband and daughter. I love you both so much. Ob Brandon wieder mit dabei ist. Warum sieht das aus, als wären seine Haare auf dem schlechten Greenscreen rausgekattet worden? What the fuck? Es ist Grimtails. Was hast du erwartet? Ich liebe es, aber dass es so cursed ist. Du musst doch weiterklicken. Said, Anna, and I'm Weiß. Thankful for you and Alice, the two most beautiful women in my life. Oh, ja. Oh my gosh, you guys are so corny. Let's eat already. Dorian, are you okay? Alice? Oh mein Gott! Der Fluch! Oh nein. My family! They're gone. And I can't seem to use my time travel abilities to find them. I have to save them. Oh mein fucking Gott, wurde damit gerade erwähnt, dass im Canon die Frau, die wir spielen, diese Anna, die Tochter von fucking Dorian Gray ist? Ich meine, das ergibt Sinn vom Namen her, aber was? Das sind doch alle die Grays. Ja, aber ich habe nicht damit gerechnet, dass sie den Weg gehen. Okay, das ist ein sehr krasser Lore-Drop, den sie gerade gemacht haben. Die deine Tasche hat, ja. Und es ist wieder eine Zeitreise-Sache. Nein, natürlich ist es eine Zeitreise-Sache. Nur diesmal in ihre eigene Vergangenheit, weil sie irgendwie dumm ist. Wird von Geister hinten gewacht. Okay, klar. Ohne Dorian spielen die wieder der Geister verrückt. Was? Okay. Du musst erstmal etwas cool in die Aussparung reintun. Natürlich. So, was haben wir hier? Anna's Anhänger haben wir. Okay, die Post zur Schluss wurde. Er spricht den Namen schön deutsch aus. Das ist Dorian und Anna. Nein, ich spiele hier und nicht der komische bärtige alte Mann. Mhm. Ja, der ist sehr wichtig für später. Könnte später in einem Rätsel, in einem Minispiel noch irgendwie sehr relevant werden. Okay, eine Glasrose hilft gegen Geist, aber nur einmal. S. Black. Cool, ich habe das Gefühl, der ist jetzt gerade im Gefängnis und sucht nach einem Jungen. Oh Gott. Wieso sind die. Warum sind die in dem Teil so nervig popkulturell aktiv? Okay, was ist das? Der Kristallfackel. Klar. Okay, können wir mit der Kristallfackel hier das Ding aufschneiden? Nein. Ach, Kreaturen aus dem Jenseits, klar, hier. Erste Hände. Ergibt Sinn. Ja. Das können wir mitnehmen. Hinterfragst genauso wenig wie das letzte Spiel. Nee, das ergibt Sinn. Wir haben gerade gelernt, eine Glasrose hilft gegen Geister. Ja. Hier fehlen zwei Figuren, okay. Aber pass auf, bis du irgendwann später im Spiel einen Geist hast und den mit der Glasrose nicht besiegen kannst. Das hilft ja nur einmal. Die haben das schon bedacht, die sind schon kompetent geworden. What's going on, Anna? You look upset. Dorian and Alice vanished right in front of me. I have no idea how to find them. I can't feel their presence anymore. Just a faint trace of their energies.
Whenever you need my help, I manage to come up with useful items. Here, give this a try. It's an all-seeing mirror. It should give you a better look at the area where you last saw them. Alle sehen das Spiegel, okay, klar. Interessante Mechanik. Okay, klar. Tag meine Unsterblichkeit, okay, ein Bild. Optik fehlt ein Ding, okay, wir brauchen also einen Code und wir brauchen... Whatever. Mit einer Haarspange, das heißt mit einer Haarspange können wir wahrscheinlich das da aufmachen. Nein. Mhm. Ach, der Schmuck fehlt in dem Bild. Klar. Natürlich. Wie diese Haarspange aussieht. Das ergibt schon internen Sinn, man muss halt die Logik der echten Welt hier weglassen. Was halt alles. Und jetzt erkennt man, wir sind tatsächlich im Haus der Grace, denn holy ein shit, das ist ein nicht aufgeräumtes Regal. Das ist ein Himmelbild. Was siehst? Einfach Bescheid sagen. Machen das hier zu zweit. Das Revolver ist eindeutig da unten. Es sei denn, es ist das nicht. Ja, es ist eine Geschichte um Dorian Gray, das wissen wir schon. Danke. Das Revolver ist unten über der Maske. Ja, den Revolver habe ich gesehen. Geld. Was meinen Sie mit Geld? Das da meinen Sie mit Geld. Das wahrscheinlich. Eine Schädel. Schädel. Handschellen. Hängen da. Kratzspuren sind am Buch. Bin ich so gut im Simmelwitz, bin ich brauche dann ein bisschen. Sandu ist da. Ah, das Foto ist da. So, jetzt Rabe, Wolf, Manschettenknöpfe, Geld. Bücherei ist unvollständig, das heißt, wir müssen das erstmal fertig machen. Ich habe noch gar keinen gesehen. Guck dir mal den Wolf an. Das ist der Wolf. Der sieht ja dumm aus. So. Manschettenknöpfe. Spiegel habe ich keine Ahnung. Vielleicht eine Kamera könnte irgendwie da. Könnte man daraus sagen. Manschettenknöpfe könnten eine Schachtel sein. Ja, wir brauchen nur was Schmales, um es aufzubrechen. Ah, wie den hier. Okay, was Schmales. Das ist das Foto. Rabe habe ich hier auch noch nicht gesehen. Das ist der Rabe. Ja. Man schaut nur für Spiegel. Ja, noch ist es nicht so schwer. Ich sehe eine Spinne. Ich sehe ein Kleeblatt. Ich würde viel jetzt geht das, okay, Knöpfe. Klar. So, und der Spiegel. Ich habe keine Ahnung. Wenn dann eine Kamera könnte einer sein. Aber das ist natürlich möglich, aber ich glaube nicht. Unten liegen noch irgendwelche Pillen. Der Zeiger verändert sich ja gerade. Hast du auf eins der von Papiere mal geklickt? Vielleicht kannst du da irgendwie. Bist du jetzt wieder irgendwie in dem Bild integriert? Stimmt. Oh, Spiegel, ja. Cool. Das war ja gar nicht mal so scheiße. Wir haben eine Sammelkarte. Der Tag meiner Unsterblichkeit. Ja. Wir sind sehr gut hier. Es ist Grimtails, die sind nie sonderlich schwer. 1, 7, 5. Ja, warte ab bis zum Ende des Spiels. Leute regen sich künstlich auf. Ich mag Grimtails. Ich mag auch Wimmelbildspiele. Ja. Schlüssel? Clubtext-Teil. Boom. Clubtext. Ich find's auch sehr lustig, du musst das Clubtext aufmachen, damit du das Teil einsetzen kannst. Das Clubtext, um damit das Clubtext aufzumachen. Ja, sinnvoll. Ja, das ist Grimtails for you.
Okay, Raum fertig, next. Aber gute Nacht, dein Internet geht wieder. Where's Dorian's portrait? Immerhin. Es läuft sehr flüssig und sehr... Im Unterschied zu vorhin. I'm afraid the portrait of Dorian no longer exists in our timeline. The traces of its magic lead to the distant past. Ah ja. Und hier so viel um Timelines und um von Timelines und ich habe Angst vor Life is Strange Double Exposure. Dass das ähnlich wird. Wenn du das gerade sagst, ich hätte richtig Bock, wenn irgendein Studio mal sagen würde, fuck it, wir machen jetzt eine Grim Tales Serie. Ich habe Angst, ich habe wirklich Angst, dass Life is Strange schlecht wird. Ich will, dass es gut wird. Ja, es wäre schön, wenn es gut wird, aber ich glaube es nicht. Die bisherigen Teile waren so gut, so toll. Okay. Stammbaum der Blacks. Ja. Wo ist Brandon? Ja, wir müssen hier die Dinger suchen. Brandon ist nicht auf dem Stammbaum. Aber es gibt Dimitri und die Bilder sind sowas von 100% KI generiert, das kann ich dir sagen. Definitiv. Finde ich aber lustig. Das erkennt man halt leider. Alle Frauen sehen nach Instagram-Filter aus und alle Männer sind hässlich, außer er. Okay, wie komme ich hier raus? Hier. Schade. Okay. Ah, Sandro. Oh, ein Geist. Benutzt die das Rose. Funktioniert doch scheinbar gegen Geister. Der ist noch. Ah, das ist eine. Die Fackel. Wolfskopf muss ran. Wir müssen was gegen den Geist tun. So, wo kommt der hin? Keine Ahnung. Du musst das Wappen in das Rüstding ins reinsetzen. In der richtigen Stelle. Ja, ich muss erstmal 4 Wappen suchen. Dann kann ich die erst einsetzen. Ich meine, ich kann es gerne versuchen, aber. Wie kannst du das jetzt schon in die richtige, wenn du die richtige Stelle findest? Nein. Nee. Einen Eulenkopf musst du finden. Irgendwas ist doch dort im Sitz. Ja, brauchen wir doch die lustigen Figürchen. Und warum ist der Geisterzieher? Was hat der für eine Mission? Uns aufhalten von der. Beziehungsweise weghalten von der Staffelei. Mhm. Wieso tut er das? Ich geb mir mal einen Tipp. Ah ja! Ah ja. Die Eule oben. Ach, da oben, da. Okay, das habe ich hier nicht gesehen. Schubladengriff, klar. Der ich dachte, der ist integriert ins Bild. Tut mir leid. Ich dachte, die. Ah, der Wolfskopf. Nächstes KI-Bild und Wolfskopf. Es ist eine Wolfseule. Okay, ein noch. Ein Wappen. Jetzt müssen wir. Kein Frieden sei gewährt, der Leben des grauen Wolfes. Das ist eine hässliche Schriftart. Sein Herz rast in seiner Brust. Das berühmte Bild zeigt sein grenzloses Ich und macht aus ewiger Tugend einen rabiaten Scherz. Okay, Herz, Wolf, Herz, Bild, ewiger. Ja. Also Wolf, Herz, Bild und Unendlichkeitszeichen. Ah, ein Figürchen. Und ein Messer. Und ein Messerchen. Vielleicht kannst du den Geist damit vermessern. Erstmal aufmachen.
Und zwei Figürchen. Heißt. Das hässliche Gesicht brauchen wir jetzt noch nicht. Von dem ist wahrscheinlich ein Spielstick drin. Wir brauchen den Wolf. Ach, das letzte Wappen. Das ist ein Schachfigur. Okay, da brauchen wir noch Kleber für. Vielleicht hast du einen Kaugummi. Vielleicht hier drin. Der Typ heißt Steinbleck. Cool. Warum ist Brandon hier nicht mit dabei? Andere Familie, der war in den Greys. Und das sind doch die Greys, oder nicht? Und die Blacks. Und Greys. Oh mein fucking Gott, woher sollen wir das wissen? Torwald. Empfehlen die Porträts auf den Formen auf den richtigen Platz oder was? Yep. Du hast nur bis alle Porträts richtig. Wie soll man das? Da musst du wissen, die haben die richtigen Formen. Ah, die Form hier. Kontur außen, okay, interessant. Also der Turm ist da oben rechts. Der muss noch. Ja. Guck erstmal, wo sie hin muss. Sie muss. Wo ist denn das? Das ausgestrichene. Nicht? Okay, dann gucken wir mal bei ihr. Da, wo Dimitri jetzt ist, genau. Fang doch eher mit dem Turm an, weil der ist unweiß. Da musst du halt vorsichtig sein, dass das nicht so vertauscht, dass du dann alle sitzen hast und dann der letzte dann irgendwo nicht mehr rausgeht. Deshalb fange ich erstmal mit den äußeren an. So, dann muss Stein auf jeden Fall. Wer ist das Familien überhaupt? Der ist irgendwo, der muss in der Mitte irgendwo. So, wir brauchen jetzt erstmal den mit dem Dingens da. Das wäre Anastasia. Nee, Quatsch. Das wäre Dorian. In der Mitte ist Sandro. Sandro müsste mal. Oh. Was? Warum ist der jetzt tot? Weiß es nicht. Wir haben ihn offensichtlich versehentlich an die falsche Stelle gesetzt. Beziehungsweise an die richtige. So, okay. Den brauchen wir jetzt erstmal normal. Aber das ist die richtige Stelle auf jeden Fall. Ja, Sandro muss in die Mitte. Da haben wir ein Rätsel. Sandro ist auf jeden Fall irgendwie der Tod. Der ist auf jeden Fall tot. Dimitri muss wahrscheinlich. Hier hin. So, dieser Dame fertig, dann machen wir als nächstes. Dimitri ist mein Liebling. Der muss nach. Der muss rechts tot, rechts von der Mitte. Ja, du, ich würde tatsächlich erstmal gucken, welche Außenkonturen wir brauchen. So mache ich das die ganze Zeit, damit wir da uns nicht irgendwie verrennen. Muss sie jetzt hier unten hin? Kann da nicht nach. Der muss erstmal über. Dann brauchen wir Maureen. Und Sinistra ist auch scheinbar irgendwie tot. Stein ist auch tot geworden. Oh ja, lol. Die werden alle Zombies. Wenn sie richtig sitzen. Dann brauchen wir Astoria, die da drüben hin muss. Sie ist auch tot. Tatsächlich. Wild. Kommt das runter. Dann kommt Orwald hoch. Dimitri muss nach rechts zu Sandro. Kannst Sandro mit Dimitri tauschen? Meinst du schon was? Oh, kopflos. Interessantes Ding. Mögen meine Jugend und Schönheit, was auch immer. Ewig besteht so. Den Geist locken wir weg, das ist relativ obvious. Um die Vergangenheit zu reisen, muss ich ein paar Objekte kombinieren. Reichen die zwei schon? Ja, die zwei reichen schon. Wir reisen jetzt durch das Gemälde. So können wir ein anderes Wimmelbild. I wonder what year this is. The workshop looks almost like the present. Be careful, Anna.
Something is different here. Time didn't freeze like it usually does, and I feel powerful magic at work. How is this possible? Who or what could cause this? I wish I knew. For now, take this piece of armor. I have the strangest feeling that it'll help us get to the bottom of all this. Ich weiß nicht genau, was hier los ist, aber hier nehme ich dieses Rüstungsteil. Macht alles sehr viel Sinn hier. Es ist halt lustig dumm. Und nicht nervig dumm wie Cthulhu eben. Bunter Hut. Und die Zahl 1754. Ja. Ich stelle mir das gerade so vor, sie trägt so abgerissene Jeans und irgendein Band-T-Shirt. Ich brauche diesen Hut, damit ich nicht auffalle. Okay, wir brauchen einen Hut. Ein Briefbeschwerer. Okay, aufstemmen. Das heißt, wir brauchen irgendwas Langes. Langes und Hartes. Wie ein Stock. Okay, da müssen wir dann die Figur ran. Da müssen wir die Figur hinsetzen, die wir kommen, die wir zusammenkleben. Ja, hier stemmen wir erstmal auf. Hast du irgendwo ein Kaugummi? Kaugummi ist super. Die Anleitung könnte nützlich sein. Oh Gott, das ist Ikea! Ikea des 17. Jahrhunderts. Ja, der Briefbeschwerer muss dahin. Dann brauchen wir hier Alkohol. Der größte Fiodo und der muss ein Papier mit einer Unterschrift drin. Das hier vielleicht. Gut. Ah, der wurde lange nicht mehr geölt, alles klar. Oben können wir noch hin. Da haben wir die Fiole. Ist auch wieder eine Rätsellösung. Ja, da brauchen wir Büsten für. Drei an der Zahl. Das ist halt Folgenrätsel, wir haben da noch nicht alle Teile für. Und Klavier. Das hier funktioniert nicht mit der, oder? Ah, doch, es ist Kleber. Alles. Okay. Du musst erstmal Stöpsel ziehen. Kann den Stöpsel nicht ziehen. Du brauchst erstmal noch ein anderes Teil, was du damit. Muss man erstmal auf magische Weise. Schrank aufbekommen. Logischerweise mit dem Schlüssel. Oh, in welchem Spiel? Fächer ganz oben links. Ja, hab ich auch gesehen. Kleid. Hinten dort, das Pinke dort hinter dem Gesicht, würde ich sagen. Nee, ist es tatsächlich nicht. Oh, das war eine Haarnadel. Oh. Kette ist hinten an dem, hinten, oh, hinter nee. Der Frauenfeder. Und den Rest das Pinke. Runter, runter, runter hinter der Frauenfeder. Ne, unteren. Ach, da hinten. Kette, ja. Hier. Das Kleid ist, glaube ich, das Kleid ist eingepackt in das Papier dort. Das dort. Cool. Okay, hier ist es sogar logisch, warum wir die Sachen nicht mitnehmen, weil sie hat sich eingekleidet. Ah, das hat gefehlt. Eine Krone. Ey, die Rätsel geben erschreckend viel Sinn. Ich habe Angst, dass das Spiel tatsächlich gut sein könnte. Musst du das noch positiv bewerten? Ja. Na gut, dann ist der Rezension schreiben auf Steam. Dann müssen wir uns eingeben. Also, wenn man die Logik beiseite lässt von Wimmelspielen und Bildspielen. Ach, guck mal, da war Sandro. Man vergisst, dass Physik existiert. Man macht das hin. Da müssen wir mitnehmen. Hier muss eine Vase ran. Abgesehen davon, dass AI-Bilder in Spielen absolute Sauerei sind. Ja, das ist sowieso in Spielen, die du kommerziell verkaufst, definitiv. Kommerzielle Nutzung von AI-Bildern ist eine absolute Sauerei. Sehe ich genauso. Kannst du als Tool benutzen, um deine Sachen irgendwie zu verbessern, im Workflow? Für privaten Benutzung zur Unterstützung von eigener Kreativität super, aber kommerzielle Nutzung, das ist. Okay, zuerst ging der alte Mann. Wer sieht davon nach einem alten Mann aus?
Okay, gut, das ist drücken. Beste alte Mann. Frau. Ich kann es da die Zähne sehen. Ah! Ein Wimmelbild. Weiteres Wimmelbild. Wild. Und diesmal eine Rose ist dort. Die sind ja richtig kreativ mit den Wimmelbildern. Holy shit, das glaubt man gar nicht. Da unten am Horn würde ich sagen. Ne, das Trinkglas. Trinkglas hat das Muster dort. Mit der Kelch. Ja, tatsächlich. Recht. Und das ist das pinke dort, das ist bei der Uhr. Die Uhr. Und unten links auf dem Tisch dort. Da. Echt? Das ist die Uhr. Was hat denn hier so? Vier Augen sehen besser als zwei. Das da oben hat ein Kanalmuster? Muster kenn ich. Das ist wahr. Das ist ich glaube, das ist der. Das ist der Füllfederreiter dort. Genau. Damit die Karte, das Kartending, das ist irgendwo eine. Das ist eine Landkarte irgendwo. Eine Karte zum Beispiel? Landkarte. So, und für die anderen Sachen müssen wir arbeiten. Das ist zu eng. Das erste Nix sieht irgendwie aus wie ein Spiegel. Da musst du irgendwie einen Spiegel freimachen. Münzen? Das ist irgendwie ein Spiegel. Ich glaube, der ist dort unter dem Revolver. Der weiße Revolver. Reiserevolver. Hast du die aktuellen Molten Männer Sachen gesehen eigentlich? Den ersten Teil habe ich geguckt, irgendwie von Charlatan und Dingens. Am zweiten bin ich noch gerade dabei. Das zweite ist. Und das ist der Spiegel hinter den Staub, hinter den Weben. Hinter den. Ja, ich weiß, ich versuche. Den Zugfahrt habe ich schon gesehen. Wo ist dann Fächer um die? Oder. Ah, der Knoten. Ja, komm schon. Reiserevolver. Ich freue mich auf das Molten Männer Spiel. Wann kommt denn das endlich raus? Das wird wahrscheinlich noch so bis 2026 dauern. Aha. Jesus. Das Spiegel müssen wir irgendwie. Hast du irgendwo einen Staubwebel hier? Ich suche gerade danach. Ah, nein, wir müssen es natürlich verbrennen. Natürlich. Logisch. Klar. Sehr geehrter Mr. Black. Und die Unterschrift verdeckt und das Jahr 47. A.B. Künstler. Gut gemacht. Das wird bestimmt nützlich sein. So, die altmodische Polizeimütze. Ja, wir können jetzt aber erstmal das da machen und das da. Ah. Hochprozentiger. Nämlich reinigen. Der gute Wodka. Ist es. Ah. McBlowskis. A.B. Künstler wohnhaft. McBlowskis. Geh zum Haus des Künstlers. Okay, random, aber sicher. Gucken wir mal, können wir hier noch irgendwas machen? Künstler sieht es. Mhm. Ja, in der Werkstatt können wir doch noch irgendwas machen. Im Empfangszimmer. Hättest du einen Tipp geben lassen? Wie genug gerade. Wo können wir noch irgendwas machen hier? Die freihängenden Bilder sind auch weird. Die da oben. Das Bild ist super weird. Was? Cool, ja. Ah, hier. Wo ich hingehen soll. Zum Haus des Künstlers. Vielleicht gibt es irgendwo ein Puppenhaus, wo du hin musst. Oh mein Gott, ich muss das. Du musst am Eingang erstmal du musst dein Ausweis, deine Erlaubnis zeigen, dass du rausgehen darfst. Bloody Password. How dare he refuse me? Oh no, it's Dorian. We shouldn't meet or it might affect the future. Take me to this address. Please, hurry. Yes, ma'am. Das Haus des Künstlers. Erstmal am Springbrunnenbahn. Oh, Künstlerhaus. Ah.
Ja, Springbrunnen. Ein Fisch, zwei Fische? Hier, wir müssen einen Fisch finden. Wir müssen drei Fische finden. Mit Bärbuchstraße. Hast du fehlen ein paar Dinge? Ja, Gewalt. Das Ding ist das rote Ding, was du links hast. Das kannst du daran stecken. Okay, da ist was. Ja, da muss noch irgendwas ran, aber das ist zu dreckig. Normalerweise musst du den Haken bewegen, damit du es öffnen kannst. So funktionieren diese Dinger. Ob die das machen würden? Großbritannien. Oha. Das da. Das Postsymbol gehört bestimmt an den Postkasten. Obwohl, ich dachte, da hinten, aber okay. Ja. Nee, es wird nur leicht aufgesetzt. Das ist eine Heckenschere, vielleicht kannst du damit die Dornen durchschneiden. Oh ja, stimmt. Ich hab eine Heckenschere, du hast recht. Exit Gaming at its best. Ah. Hm. Das ist den zweiten. Und Fähnchen. Knüppel. Natürlich. Ich brauche gute Polizeiausrüstung. Auf die rechte Seite, logischerweise. Ah, jetzt kannst du. Möbelbild. Was ist das da? Diese Kreativen, die in Möbelbildern geworden. Holy shit. Und ist das noch ein gutes Spiel? Bisher ein recht gutes Spiel. Die Rätsel sind halbwegs logisch innerhalb der internen Logik. Mr. Basworth, ich muss Ihnen leider mitteilen, dass ich aufgrund der steigenden Anzahl von Unruhen in der Stadt keine Leute mit Ihrer Sicherheit beauftragen kann. Bitte benutzen Sie diese Polizeitrainerpfeife, wenn Sie einer Gefahr ausgesetzt sind. Ah ja, das muss zur Polizei mit dazu beamten, ja. Bitte Trillerpfeifen Sie. Dann lasst ein komplettes Polizeiuniform-Set. Na, eins fehlt noch, wahrscheinlich. Na, irgendwo noch. Und du kannst jetzt Polizisten spielen und da den Einbrecher abschrecken. Mhm. Bitte helfen Sie mir, ich bin Gefahr. Er sieht auch so aus wie der Typ. Ja. Irgendwie. Kennst du das Meme hier? Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr, bitte helfen Sie mir. Lebe den Künstler wieder, okay. Wir brauchen Riechsalz. Buchstütze, okay. Eine verzauberte Schriftrolle, sicher. Put. Von mir, okay. Alkohol. Hm. Hier, trink. Ich kann es mir auch wecken. Du brauchst noch einen zweiten Alkohol. Bier und Wein brauchen wir. Das perfekte Aufweckrezept. Das ist mehr Alkohol. Alkohol und Riechsalz. Mit dem Riechsalz kannst du ihn wecken. Paar Flaschen fehlen. Vielleicht wächst ihn erstmal. Können wir jetzt erstmal ihn wecken. Was? Stell das Bild wieder her, zieh die Paletten auf und ab, um die Bildteile horizontal und vertikal zu bewegen oder deren Größe zu verändern. So, fast. Ein bisschen nach oben und nach unten. It all began with an anonymous letter urging me to turn down the order for Dorian Black's portrait. I assumed it was a joke and ignored it.
noch ein Bild, was du zusammen passieren wirst. Ach so, wir heilen jetzt quasi deine Demenz. Puzzle ist die Geschichte zusammen. Du bist jetzt Detective. Nur ein bisschen nach oben auseinander. But the threats didn't stop, and I soon began to notice a dark figure lurking near my house. I was afraid for my life, so I was forced to reject Mr. Black's request. Die Bilder sind, glaube ich, auch AI generiert. Du kennst so ein bisschen an den. Es ist so ein bisschen der Zeichenstil, kenne ich so ein bisschen. Wasn't satisfied. They broke into my house and demanded the paints that I bought at the town fair. I'm afraid the only glue I have. Ja, doch, die Pflanze. Sieh es an ein paar Sachen, die er. Man sieht es an ein paar Sachen, die sich doppeln. I would have become food for the cemetery crows if it wasn't for you. How can I thank you? Wenn man lange mit, der AI arbeitet, sieht man Sachen. Auch wenn es eine gute ist. I'd like to help, but I need the paints that the stranger stole. You see, such an extraordinary portrait can only be made using magic paint. As far as I'm aware, that's the only set in existence. Oh, I almost forgot. I managed to rip this off of him. It might help you get on his trail. Sagt er im 18. Jahrhundert zu einer random Frau mit dem Polizeihut. Der Text ist ja. Ach du Scheiße. Der ist nicht gut. Der Text ist richtig scheiße gesetzt. Yep. Ah, da muss das Ding rein. Ich hätte jetzt gesagt, dass du den Text da mal. Dorians Zauberbuch bei dem Künstler. Random beim Künstler, okay, klar. I accept. Ringbrunnen repariert. Und das ist das zweite Alkohol. Ein beweglicher Finger und der Alkohol. Das muss ins Regal zu dem anderen Alkohol. Ja, der bewegliche Finger kommt erstmal dahin. Natürlich ist der Stinkefinger. Immer. Na gut. Brauchen wir noch mehr Teile? Kommt erstmal der Alk ins Regal. HR. Oder HB, keine Ahnung, ob das ein R oder B ist. Schuh des Täters. Okay, mit dem Handschuh des Täters können wir natürlich das hier öffnen. Und ein Bild von Dingens, von dem Familienoberhaupt, okay, der Packs. Anhand des, der Hinweise auf dem Rahmen zu. Das heißt, das da muss dahin. Dahin. Keine Ahnung, was du machst. Und die beiden noch austauschen, logischerweise. Die anderen sind schon richtig. Das ist ein Familienporträt. Adlerauge. Du hast ein Achievement. Mit denen machen. Ach nee, das sind draußen für das Dingens. Jetzt öffnet sich der Blumentopf. Ah nee, das ist die Blumentopf. Gegen eine Feder und eine Kerze. Gänsefeder können wir natürlich eindeutig. Nee, Quatsch. Bullshit, natürlich können wir. Nein, können wir auch nicht. Den Punkt habe ich keine Ahnung, kombiniere einfach random Sachen. Aufziehmechanismus brauchen wir, okay. Momenten fehlt irgendwas.
Oh, Symbol, klar. Wusste ich, dass das natürlich die Collectibles sind. Und ich gebe mir mal einen Tipp. Ah, okay. Logisch. Blutmagie-Suchsymbol. Du brauchst eine Feder und wahrscheinlich kannst du den Wachs mit der. Vielleicht kannst du Wachs mit der Feder machen. Das Wachs mit dazu, die Kerze anzünden und. Nein, der blutige Verband vom Täter natürlich. Okay. Okay. Mein Symbole sehen zwar normalerweise nicht so aus, aber okay. Klar. Eitender Zauber und dann wissen wir natürlich den Weg gehen müssen. Oh Gott, das sind Fotos. Das sieht scheiße aus. Aber das muss es auch. The stranger left. This may be my only chance to search his lair. Okay, wir kommen aber sehr schnell voran zwischen den Screens. Ja, wie gesagt, ich mag die Dinger. Ich hab gerade die Befürchtung, dass das Spiel nur 2 Stunden geht. So ist ja. Wie fährst du? Möglich. Wie fährst du für das Ding bezahlt? 13 Euro. Ja. Vollkommen akzeptabler Preis. Ich finde es nur 2 Stunden, wo er lang ist. Wir haben noch die Bonus-Sachen, die sind normalerweise nervig. Dort der Schädel. Kann ich noch nicht sagen. Ah, hier kommt natürlich das hin. Und den Code kennt sie, weil es Gründe. Das zweite Bild. Das Geld lässt sie da. Rätsel, also mancher könnte meinen, die Rätsel sind ein bisschen zu leicht. Die Rätsel sind vollkommen okay, aber wie gesagt, ich habe früher sehr viele von diesen Dingern gespielt. Ich kenne die Sachen halt. Aufgabenliste, okay. Mag es, dass die Sachen aber kreativ sind. Für mich wäre es trotzdem nichts. Ich bin froh, dass du spielst und nicht zugucken kann. Du, ich hab Spaß mit sowas. Ich hab Spaß beim Zugucken. Damit selbst ich hab spielen. Die seit jahrelang gespielt. Jetzt Zuschauen macht Spaß, aber selbst spielen wäre ich jetzt ein bisschen aufgeschmissen. Also, ja, ich mag Rätselspiele nicht so sehr. Das eine Wimmelspiel, ich habe hier irgendwie zu Alice im Wunderland, habe ich mal so ein. Gab es mal gratis irgendwie so ein Wimmelspiel, habe ich mal gespielt, aber es war relativ lustig, aber. Das habe ich glaube ich auch gespielt. Das ist sehr lustig sogar. Ah, okay, das muss dahin. Ich bin wirklich kein Rätselspiel-Fan. Auch mal natürlich Licht und Bienen. Licht und Bienen. Ja, das sollte ich so. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Ich wollte nur loswerden. Ja, man muss auch dazu sagen, das war die jetzt auch in doppelter Zeit, also außer jetzt, weil ich blick da gar nicht mehr durch. In doppelter Zeit lösen, weil wir zu zweit sind. Meine Cyberzeit. Ah. Doppelter Schnelligkeit, wollte ich sagen. Cool. Ach so, funktioniert das. Ich hab's gerade nicht geblickt, wie was hier. Deswegen habe ich dich mal machen lassen. Das ist jetzt nicht so komplex. Du hast hier 2 Sachen, die immer ein Ding ergeben. Das hier ist zum Beispiel Polizeizeug sein. Ach. Sanduhr braucht man noch. Und Sanduhr. Das war das die Lampe und die Biene sein soll, das weiß ich nicht. Eine Bienenlampe. Oh. Licht und Wachs, okay. Aha. Gut, hätte man drauf kommen können. Siegelring haben wir. Er ist ja kreativ. Ich sag, die Rätsel an sich sind super kreativ dieses Mal. Wundert mich. Das ist eklig. Das ist bisher. Bisher ein 4 von 5 Sterne Spiel. Würde ich sagen. Ja, jetzt wird es echt nass.
DEA-Bilder verdienen mindestens einen Punkt, einen Sternabzug. Ja, das ist halt, sind halt scheiße, aber es ist halt obvious, wenn du ein bisschen damit gearbeitet hast. Bisher. Wenn die Bilder aussehen wie Instagram-Filter, dann ist entweder Künstler scheiße oder alles andere. Ah, okay. Ja, sicher. Ich weiß schon. Ring muss natürlich hier hin. Jetzt öffnet sie die Hand, jetzt kriegen wir die Buchstütze, das Horn und das Zeug. Jetzt können wir die Bücher wieder aufstellen. Seite schieben, jetzt kriegen wir hier Zeug und dann können wir wieder Sachen machen. Lesezeichen. Hast du irgendwo ein Buch? Aktuell noch nicht, aber wir haben jetzt einen Drachenzahn. Das heißt, wenn wir jetzt da lang gehen, können wir mit dem Drachenzahn logischerweise. Cool. Ja. Da fehlt noch was. Holzlesezeichen kann man aber benutzen, um das da aufzustemmen. Macht Sinn. Schädel von Sandro, das heißt, wir brauchen jetzt erstmal die Schädel auf dem Schädel. Jetzt ist was besprungen. Ich habe ein Rätsel. Am besten passen Bilder in einer Linie mit dem äußeren Bild. Ach du Scheiße. Okay, unten brauchen wir auf jeden Fall einen Werwolf. Ich wünschte, ich könnte erkennen, was das oben sein soll. Das würde sehr viel helfen. Der hässliche KI-Wolf. Oh, die Shit, ich sehe es jetzt erst. Es gibt nicht so viele Möglichkeiten. Wolf und die Pfote würde ich nehmen, oder? Wir brauchen jetzt erstmal oben den Typen. Das ist Teufel und eine Flamme und. Dann die Flamme dort und unten. Und der Hügel würde ich sagen, das dort ist. Na, Kleinchen. Ja, gut, das ist das bei ihm, die Hörner sind es relativ obvious. Ich würde die Flamme nehmen. Ich hätte es auch einfach gebrutforst, aber ich kann auch einfach das brutforsten. Und die Hörner. Nicht die Hörner. Ich kann. Beim Teufel hätte ich die Flamme genommen. Die Hörner. Ich weiß halt nicht mal, ob es der sein soll. Brutforst ich jetzt einfach mal durch. Die Hörner würden auch am ehesten passen. Und die Hörner sind es mit keiner Konstruktion. Ah, okay, Blut ja. Und was auch immer das ist. Blut und Vertrag, weil du mit einem Dämon einen Vertrag abschließt. Ah, okay, Blutvertrag. Okay, da ist ja. Jetzt offensichtlich. Ja, gut, das ist Wolf und Pfote. Das ist super obvious und ich weiß nicht, was das hier sein soll. Deshalb, Brute Force! Let's go! Ein Blut ist auf jeden Fall schon mal nicht und Wolf ist auf jeden Fall vielleicht Herz. Oder Gemälde auf jeden Fall schon mal. Gemälde ist ja. In der Mitte Gemälde. Das ist ein Gemälde. Das hat ja das Bild hier. Oh ja, Gemälde und Sterblichkeit sicher. Okay, ich hätte das in der Mitte genommen. Aufziehkurbel und die Grafitstange. Aufziehkurbel, weiß ich, was du tun müssen? Ein Spieluhr. Jumpscare. Das hässliche Arschloch, ey. Das hat mich fast erwischt. Muffiges Parfüm. Ist was für ihn, nehme ich an. Meine Kampagne wollte jetzt. Ja. Meine Kampagne wollte der Barbar jetzt, oder ich glaube, zwar der Barbar jetzt auf dem
auf dem Markt ein Parfüm kaufen. Ein muffiges Parfüm, was da. Keine Ahnung, was der damit vorhat. Ach, ein muffiges Parfüm, als Insektenspray, sicher. Logisch. Was könnte man hier mit einem Parfüm machen? Ein stinkigen Parfüm. Was könnte ein Parfüm in die für eine Wirkung haben? Derjenige riecht gut. Muss nicht alles eine Wirkung haben, wenn er ein Parfüm haben will für Flavor, dann soll er ein Parfüm haben für Flavor. Zweifel spritzt das jemandem ins Auge. Jesse. Oh, es ist dieses Spiel. Das hasse ich. Das ist so ein Spiel, das macht man. Wenn ihr alle Siegel unterstelle, ein einziges mächtiges Siegel. Dass die Siegel übereinander springen, um sie zu vereinen. Es darf nur ein Siegel übrig bleiben. Ach du Schande. Das ist sowas wie Dharma. Was? Ich glaube, ich hab's verkackt. Na, noch nicht. Nee, doch, das ist ne. Warte, hier okay, von rechts nach links. Warte, fangen wir mal damit an. Also der in der Mitte der rechte und nach kann auf jeden Fall schon mal nach links. Würde ich mal sagen. Mitte der oder rechte? Das nach. Das schon nee, mal die können immer nur übereinander springen. Also das erste muss auf jeden Fall der hier sein, weil ansonsten geht nichts. Weil muss auf jeden Fall der hier sein. Eben diesmal mit dem hier. Wenn keiner mehr springen kann, hast du verloren. Okay. Rechts dort. Probier was, ich hab's glaube ich. Nee, hast gleich verloren. Ah, eins noch. Nee, jetzt ist verloren. Ich würde sagen, dass da mehrere Möglichkeiten anzufangen, du hättest dort. Welche habe ich dann? Also ich hätte gesagt, der den du gerade angetippt hast. Hast du dort auf jeden Fall. Den kannst du springen. Du kannst den nach unten. Und dann kriege ich den anderen da unten nicht mehr raus. Das heißt, ich muss den hier jetzt erstmal bewegen. Jetzt sitzt der am Ende. Deswegen habe ich gesagt, kannst du den. Erstmal den rechten. Jetzt mal mit dem hier. Den hättest du nach unten ziehen können, das hätte gegangen. Ja, aber so kann ich auch den hier loswerden. Den kann ich so kriegen. Hier steht der alleine. Und der auch, du bist am Arsch. Den hier machen, kannst du das dann. Kannst du den nach oben. Da stehen aber relativ weit die da unten. Das scheint ein guter Anfang zu sein schon mal. Zieh erstmal den hier nach oben, den zweiten. Jetzt steht der da alleine unten. Oder du machst das so. Ja. So geht's auch. Ich mag dieses Spiel nicht, aber ich bin nicht schlecht darin. Das ist ein KI-Bild, das erkenne ich. These are the paints the artist mentioned. I need to get them to him so he can paint Dorian's portrait. Well, well, it's Anna Gray herself. I've been waiting for you. Thorvald Black? It's nice to meet you, Aunt Anna. Now drop the paint and prepare to die. Er castet Mage Hand. Hudengewehr, klar.
In der Sonne brauchst du. Irgendwas ähnliches. Alter. Wieso spielt Keanu Reeves mit? Keine Ahnung. In zweifacher Ausführung. Dass das alles KI-Zeug ist. Die sehen nicht gleich aus, diese Personen. Sehen nicht gleich aus. Aber, ja. Ist wohl so. Muss das erstmal aufbrechen, irgendwie. Mhm. Oh, da ist ein Schädel. Ja. Nee. Also die Sonne, die ist irgendwie in dem Glas, in diesem Oval drin. Und das muss das mal irgendwie aufbrechen. Glaube ich. Die Harpunen haben wir. Wir haben einen Blumenkopf gesammelt. Interessant. Eine Sammelobjekt. Ah, da unten liegt doch noch was. Nein. Das ist eine Wolfsmaske. Die wird dort abgesetzt. Ich würde mal versuchen, das Ding aus aufzubrechen. Ich bin mir relativ sicher. Ja, ich habe nur nichts zum Aufbrechen. Ah, du kannst mit dem Revolver auf die Zielscheibe schießen. Ja, das ist ein Harpunengewehr, aber das funktioniert natürlich nur mit einer Harpune und mit nichts anderem, weiß man ja. Kann ich da drin sein? Bin ich mal weg. Drei Knochen brauchst du irgendwo her. Okay, wäre ich nicht drauf gekommen. Ein Schild? Wo weiß das ein Schild? Mist. Jetzt brauchst du irgendwo eine Harpune her. Jetzt hast du die Mage-Hands besiegt. Oder sie haben dich besiegt. Sie haben mich besiegt. No! What have you done? I'll have to start everything again because of you! Why can't you accept the inevitable? Wir haben die Perspektive gewechselt. Ich mag es, dass die gerenderten Sequenzen so viel schlechter aussehen als das eigentliche Spiel. Thorvald used the Scroll of Time to go to the past. But why didn't time stop when he escaped? The Scroll of Time is an artifact of incredible power. It leaves a spatial gap and doesn't allow the stoppage of time. You'll need to know the target's time and place to use it. How can I track someone who doesn't need a linking item to go back in time? You'll first have to learn more about the magic paints. Thorvald will eliminate the entire Grey family if you don't stop him. Take this, and be careful, Anna. Wie ist das da? Oh Mann. Schlecht. What the fuck? Zwei Knochen noch. Wir haben die Harpune. Ah, okay, was an der Hinterhand kannst du jetzt auf das Feuerding schießen. Dämlich. Und warum sollst du damit. What the fuck? Das ging auch nicht anders.
Nee. Ah, und das ist die Sonne. Unmöglich. Natürlich öffnet sich so eine Tasche mit zwei. Ja. Okay. Gott. Gruselig. Weißt du, was gruselig? Okay, alle haben mich ausgelacht. Sie dachten, ich wäre ein hoffnungsloser Fall, wenn sie mich doch jetzt sehen könnten. Oh, die Finger sind nicht schön. Keine Ahnung. Ah, der ist doch gut. Der Wut. Komm. Alles hier sieht so irgendwie nicht schön aus. Ganz üble Weise. Sieht sie keins. Da ist ein Schwert an der Wand. Ein Zauberstab brauchen wir nirgendwo. Der Kelch hat er an der Hand. Irgendwo muss eine Gitarre sein mit irgendwo Zauberstab. Der Zauberstab ist vielleicht der Pinsel. Ja. Mhm. Eine Rose dort. Irgendwo ein Mond. Muss man für den Rest tun. Ein Mond könnte hier irgendwo drin sein. Ein Ball ist links der, unter der Maske. Ja, der Ball und das komische Gitarrending sind irgendwo hier. Ah, Taschenlampe ist es. Taschenlampe ist die Gitarre. Nein, die nicht. Die nicht. Okay, die Figur. Nicht. Die Frau vielleicht auf dem Bild. Geh mal nochmal rein. Nee, du siehst ja wohl, was drin ist. Ah, und da ist die Frau. Und da ist der Mond. Die Frau ist das Gespenst dort. Okay, was haben wir jetzt? Schwebepulver. Aha. Ich huste das Schwebepulver dahin und dann schwebt alles zur Seite. Sinnvoll. Ja, ich liebe auch unten, dass das nicht richtig passt vom Ding her. Du brauchst aber noch zwei Knochen. Anna, were you able to find the culprit? I was just about to report them to the constable. I'm going to stay in the house my parents left in the center of the town. Hello, Hal. I found his lair, but he escaped and destroyed the magic paints. What will I do now? I was to use those magic paints for Dorian's portrait. I bought a magic paintbrush just for the portrait that might shed some light on the paint's origin. I think it's in the cellar. Here, this might help you find it. Mhm, eine antike Kamera. Den Hund interagieren. Okay, der Hund ist süß. Etwas um den Hals zu warmen. Vielleicht kannst du ihm einen Knochen zuwerfen. Den wilden Spielzeug. Sein Knochen, der einen Knochen, den du hast. Ja, wir brauchen aber drei und die sind für die Kiste, also ja. Ich würde es trotzdem probieren, vielleicht kriegst du ihn wieder. Nein, dann kriegt hier niemand. Du brauchst den Schlüssel offensichtlich für diese Tür. Verschlossen, das vorherige Schloss lag daneben. Was? Den Schlüssel hat er um den Hals, der Hund. Ja, ich weiß. Mehr um den Hals. Also ich würde mal den Knochen probieren. Da kommen wir ran. Rasierklinge. Nutze Rasierklinge auf Hund. Moment. Gut. Mhm. Eine Hutschachtel. Und zwei Knochen. Und ein Kupferkeil. Mhm. Ein Stück Seife, das du mitnehmen kannst. Wollte ich das mitnehmen? Ja. Okay. Tatsächlich Seife. Warum konnte ich... Was? Okay. Gut, wir fragen nicht, wie Seife in diesen Brief kam, aber... Komm schon. Seife. Was passt ein Stück Seife? Hierfür? Ah. Ins Wasser. Oder ans Wasser. Jetzt kannst du damit irgendwas waschen. Wenn du ein Stück Kleidung hast. Gott, was? Eine Kamera Obscura. Kamera Obscura.
Okay, den Kupferkeil können wir aber erstmal hier vornehmen. Oder auch nicht. Wie ist das mit dem Knochen? Hätte ich ja knacken können. Okay, ich bin bereit für einen Tipp. Hä? Was war denn dieser Tipp? Wir müssen hier irgendwas machen. Jetzt bist du links weg. Ja, das ist nur das Bild für hier. Das, was zwischen dem Rad. Du kannst es wegnehmen, das ist ein cooles Ding. Nein, ohne. Ich will das nicht raus. Knochen brauchen wir hierfür. Ich glaube, ich gehe nochmal eins. Ja. Erforscht das Engelschloss? Was? Warum? Was? Was? Ein Vorhängeschloss als Hammer nutzen? Bitte was. Okay, cool. Dritte Knochen. Ich sag ehrlich, da wäre ich im Leben jetzt nicht drauf gekommen. Aber dritter Knochen, das heißt, wir kriegen hier jetzt wieder neues Zeug. Ah. Das brauchst du draußen, das Dreieck. Dreckiges Spielzeug. Oh, Moment, dreckiges Spielzeug? Dreckiges Spielzeug brauchst du für einen Hund. Wir geben einem Hund kein dreckiges Spielzeug. Sauberes Spielzeug. Hundespielzeug. Hund braucht sauberes Spielzeug. Was? Platziere die äußeren Symbole über die Symbole in der Mitte und nutze die Schieberegler, um die vier äußeren Symbole zu bewegen und zu rotieren und die Größe zu verändern. Aha. Noch ein bisschen links. Ein bisschen hoch. Viele Schieberätsel, Leute. Der Hund ist schon süß. Und du brauchst das Dreieck noch für den. Jo, ich weiß. Sein Ding da, für den Koffer. Natürlich geht's nicht auf. Du brauchst noch einen Teil für. Das ist ein sehr unaufgeräumter Keller. Jahrmarkt. Pinsel kaufen. Ja, ich habe extra für dieses Porträt magische Farben gekauft. Auf dem Jahrmarkt. Von diesem Typen. Für viel zu viel Geld. Das ganze Spiel ist schon irgendwie ein Highlight, muss man sagen. Oh Gott, das Bild. Die wollen echt keine Künstler mehr bezahlen. Ja, hier ist doch viel günstiger. Ich glaube, die sind sehr froh, dass es KI gibt. Der Praktikant, der die AI benutzt, der könnte das viel günstiger. Ja, ich meine, come on, das ist halt obvious hier. Und auch noch an der Kunststaffel gehängt. Und als Kunst ausgegeben. Ich weiß ja keine schlechten KI-Bilder, das muss man schon dazu sagen. Ja, der Praktikant hat sich Mühe gegeben. Oh, ja klar, wir können jetzt natürlich das da fertig machen. Muss dann nur noch einen AI-Artist bezahlen, der die Keywords in der AI eingibt. Und eventuell eine Lizenz für die AI kaufen, damit nochmal
Dann hey, statt 10 Bildern pro Tag 20 machen kannst. Wenn's brauchst du nicht, nimmst du einfach das Erstbeste, passt schon. Magische Pinsel. Es ist sehr unterhaltsam, dass hier einfach die ganze Statue schon direkt gelöst da stand. Ja, das ist eklig. Was, magst du das Geräusch nicht? This is definitely the brush the magic merchant sold me. Der Magier. A magic merchant? Can you tell me any more? I'm sorry, Anna. I have a hard time remembering even the last few months. But I kept some important records in an unfinished sculpture that might help. Natürlich. This might help you find them. Was? Ich habe eine wichtige Aufzeichnung in dieser unvollständigen Tonstatue versteckt. Und damit meine ich, ich habe sie verloren, habe sie versehentlich eingearbeitet. Oh no. Also erstmal blau, dann gelb und dann grün, das ist ja wohl. Ja. Komm, das ist. Das ist schwierig. Ein Spielchip. Und wir können jetzt endlich den Mangel aufdrehen. Da haben wir noch so ein Ding. Okkulte Gewichte. Ah, okkulte Gewichte natürlich. Was? Zitrone. Ich will nicht wissen, wie lange die da schon war. Der kannst du den Mund geben. Und ist fertig. Ich will jetzt erstmal was. Kannst die Zitrone auf das Ding drauf stecken. Und einen Stift brauchst du noch. Ohne ist natürlich zum Rost entfernen da. Beziehungsweise für Farbe. Ah, Zitrone und Natron. Logisch. Eine Maske und der Pinsel. Modellierwerkzeug, das weiß ich, weil ich habe selbst so. Also ich arbeite gerne mit Ton. Zeit dazu hat. Okay, jetzt muss ich den Fuß formen. Ich wünschte, es wäre so einfach. Lassen wir es so. Ich wette, jetzt ist in dieser Statue plötzlich. Es ist in der Statue was versteckt, die du gerade gebaut hast. Hm? Und Ratzflut. Da gab es zwei von. Ich habe keine Ahnung, was das denn soll. Eine Blume, würde ich sagen. Eine Laterne. Sah aber nicht so aus. Würdest du es auch anhand der Schatten erkennen können? Erneut kreatives Rätsel. Okay, ein Hammer, ein Pinsel. Dasselbe nochmal. Sieht aus wie ein Korb, den in seiner Hand hat. Jetzt ist es nicht. Ah, die Kiste natürlich. Ups. Das ist ein Wimpel, würde ich sagen. Ach, das da oben. Nicht schlecht.
Ein verwunderbarer afrikanischer Statue. Es gibt sehr viele Jahrmärkte, die sehr viele afrikanische Statuen verkaufen. Warum sind wir jetzt plötzlich in Borderlands gelandet? Das ist der Knüppel, den er in der Hand hat. Ja. Aber jetzt mal seriously. Der Typ sieht aus, als wäre das straight out of Borderlands, oder? Ja, oder von einem Jahrmarkt. Nee, guck mal, allein die Outlines mit dem Gesicht zusammen, das ist eins zu eins Borderlands. Kannst du mir nicht sagen. Robert Eckerby. Unscher Preis von 5 Münzen. Und jetzt geht's auf den Jahrmarkt. Och nö. Zeit Inception. Welche Stadt ist das? Er ist da drüben. Das da ist der Stand des Händlers. Das da. Mhm. Oh, ist halt ein bisschen dumm, ne? Hello, I'm looking for the magic paints. How curious. You're not the first person looking for magic paints today. Unfortunately, they're all sold out. Der Bart ist einfach nur drüber gelegt. However, I can help if you kindly provide me with 4 silver coins. And here, consider this a gift. Das ist Liebes. Das ist ein Part. Und das ist Hörner. Mondmaske. Da fehlt aber noch was. Das an diesem Spiel ist absolut großartig. In der Scheißigkeit ist das einfach ein Highlight. Wo ist ein dritten Ball? Ah, du brauchst Ohrringe für das Ding. Noch 3 weiter. Auch alles hier sehr. Ah, die Ohrringe. Das ist sehr begrenzt von den Plätzen her. Hebel? Was fehlt aber noch an der Maske? Slotmaschine. Komm schon. Ein Ball. Natürlich. So kriegt man die Bälle fürs. Ja. Wie schlecht. Schön mit Schminke rangehen, kennt man. Das Geräusch ist nicht schön. Geräusche gehen nach Richtung. Hier hin. Preis von 4 Münzen. Well then, I suggest you find out who bought the magic paints before you. Take this magical painter's case. It's more valuable to you than it is to me. Es müsste mal nach Zahlen. Hey, mal nach Zahlen. Tatsächlich. Ja, großartig. Ist nichts die 3. Cool. Doch, da hinten. Mal nach Zahlen würde ich auch gerne mal wieder machen. Ist. Du drehst dort hinten beim Baum, aber das wird gerade nicht hergezeigt. Dort hier. Die Bäume.
das ist die Challenge von hier. Immer die Farbe, die du gerade hast, ist nicht angezeigt. Der Joker. Hoffe nicht. Ich hoffe, er hat kein Make-up an. Das wäre sonst wirklich zu obvious. Das ist echt kein schönes Geräusch. Okay, 6 ist hier. Ist offensichtlich 5 das Gesicht. Die Haare sind 6. Ach ja. Das ist nicht der Joker. Hat was von Clayface aus dem Anime. Ja. Your interest in the magic paints buyer intrigues me. I suppose I could take you to where I last saw them. Okay. I recently saw him here amongst the townspeople. Happy searching, and have a nice day, miss. Von mir aus können wir hier für heute Schluss machen. Ja, können wir. Können wir nächste Woche weiterspielen. Kannst du irgendwo speichern? Wenn ich jetzt gerade gespeichert. Das ist Autosave. Das ist Autosave. Ah, ja. Das ist ein modernes Spiel, kein. Können wir nächste Woche noch weiterspielen. Weil du 85 Minuten haben wir geschafft. Ja. Guck mal bei How Long to Beat, wie lange es dauert. Gibt es nicht. Zu neu und zu irrelevant. Interessant. Ich habe aber gerade gesehen, was der nächste Teil von Yakuza bzw. Like a Dragon sein wird. Scheint irgendwie noch gar nicht relevant. Auf Twitch gibt es auch keine Sachen davon und irgendwie, zu irrelevant. Aber dafür, dass es zu irrelevant ist, ziemlich gut. Hätte ich schlechter gedacht. Spielen wir nächsten Samstag Doom Days weiter. Ja, auf jeden Fall. Das war sehr lustig. Da hatte ich jetzt gerade echt Spaß mit. Hat auch beim Zuschauen sehr viel Spaß gemacht. Ja, ich mag halt solche Wimmelbild-Sachen leider. Ich habe die halt früher wirklich sehr intensiv gespielt.